Meine Damen und Herren, ich bitte, die Plätze einzunehmen. Ich eröffne die heutige außerplanmäßige Sitzung des Stadtrates, begrüße Sie alle im neuen Jahr auf das Herzlichste, wünsche Ihnen persönlich und beruflich Wohlergehen und Gesundheit und stelle die ordnungsgemäße Ladung fest. Nach meinen Unterlagen sind Ihnen die erforderlichen Papiere fristgerecht zugegangen. Wir sind beschlussfähig, höre ich, sehe ich gerade, in 34 Stadträtinnen und Stadträte plus Oberbürgermeister. Entschuldigt hat sich, soviel ich weiß, als einziger bisher der Auke. Dann kommen wir zur Feststellung der Tagesordnung, die heute ja relativ bescheiden ist. Sie ist Ihnen rechtzeitig zugegangen, meine Damen und Herren. Wenn Sie damit einverstanden sind und keine Änderungswünsche haben, dann bitte ich um Ihr Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Dann werden wir nach dieser einstimmig beschlossenen Tagesordnung verfahren. Kommen zu den Informationen des Vorstandes. Wir haben keine. Der Herr Oberbürgermeister? Ja. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe drei Informationen über Termine. Zunächst der 27. Januar, 10 Uhr. Der 27. Januar ist der Tag des Gedenkens an die Opfer von Gewalt und Faschismus. Um 10 Uhr findet auf dem neuen Friedhof am Gedenkstein, so wie in den Jahren zuvor, eine kleine Gedenkfeier statt. Sie sind alle ganz herzlich eingeladen, an diesem kleinen Gedenktag teilzunehmen. Zwei weitere Termine. Die konstituierende Sitzung des Stadtrates nach der Kommunalwahl am 7. Juni wird stattfinden am 6. Juli. Das ist zwar innerhalb der Ferien, aber lässt sich aus rechtlichen Gründen gar nicht anders machen. Und einen dritten Termin, die konstituierende Sitzung des Kreistages, einen Tag später, am 7. Juli 2009. Das waren meine Informationen zu diesen Terminen. Vielleicht noch zum 27. Januar. Es erfolgt keine gesonderte Einladung mit persönlicher Einladung, sondern das wird über die Medien bekannt gegeben. Und ich denke, dass sich ein Personenkreis, so wie in den letzten Jahren, einfindet zu dieser Gedenkstunde. Dankeschön, Herr Oberbürgermeister. Ich rufe dann auf den Tagesordnungspunkt Nummer 3, das ist die Drucksache 753-1, Stellungnahme zur Schulentwicklungsplanung des Landkreises Stendal für den Zeitraum 2009-10 bis 2013-14. Wird hierzu das Wort gewünscht? Frau Zimmermann, bitte. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, bei der Sondersitzung des Schul- und Kulturaus- und Sportausschusses und des Hauptausschusses gab es hier schon bezüglich der Stellungnahme eine recht große Einigkeit. Das finden wir gut. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Komarow-Schule. Es wurde von allen bestätigt, dass es notwendig und erhaltenswert ist. Ich denke, es ist wichtig, dass nochmal betont wird, dass in dieser Schule die Migrationsarbeit für den gesamten Landkreis geleistet wird. Ich möchte aber auch nochmal darauf hinweisen, dass wir hier den größten Stadtteil von Stendal haben, gleichzeitig ein sozialer Brennpunkt, und dass diese Schule in den vergangenen Jahren diese Aufgabe, die sich daraus ergeben, vorbildlich erfüllt haben.
Bei unserem Besuch in der letzten Woche konnten wir uns auch von dem vielfältigen Angebot, das auch bis 15 Uhr hier vorgehalten wird, überzeugen und auch von den Ergebnissen, die hier geleistet werden. Die Ergebnisse, die eben nicht darin bestehen, dass negative Meldungen in der Zeitung sind, so wie das bei ähnlichen Städten, bei ähnlichen Problembereichen oftmals vorkommt. Wir konnten uns aber auch wiederholt davon überzeugen, dass der äußere und der innere Anblick dieser Schule sehr unterschiedlich sind. Wir sind aber auch der Meinung, dass die inhaltliche Arbeit die eine Sache ist, dass aber die Grundlage für die Erhaltung dieser Schule die soliden Schülerzahlen auch im Schulentwicklungsplan sind, die den Richtlinien entsprechen müssen. Wir unterstützen deshalb die Stellungnahme der Stadtverwaltung und hoffen auch auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Landkreis mit dem Ziel der Planungssicherung, Sicherheit für die Komarow-Schule. Wir sind natürlich auch der Meinung, dass so wie bisher alle Fördermöglichkeiten des Landes durch die Stadt ausgenutzt werden müssen, um den baulichen Zustand dieser Schule zu verbessern. Die Stadt Stendal hat dies bereits in den vergangenen Jahren für die Einrichtung des Landkreises getan und auch jetzt liegt wieder eine Vorlage vor, in der die bauliche Verbesserung in der Pestalozzi-Schule realisiert werden sollen. Wie sagten Sie, Herr Schmutz, mit Schiller, frisch auf, mutig ans Werk, dann tun wir es gemeinsam für die Menschen in unserer Stadt. Dankeschön. Danke sehr, Frau Zimmermann. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, bitte, Herr Inzenberg. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, nur ganz kurz. Ich möchte hier noch an dieser Stelle noch mal betonen und auch darauf hinweisen, Frau Zimmermann, dass aus unserer Sicht Stadtsee kein sozialer Brennpunkt ist, sondern ein Stadtteil mit besonderer Entwicklung, Entwicklungsbedarf. Und das, darauf will ich noch mal darauf hinweisen, dass der Landkreis auch ein Interesse daran haben muss, dass die Stadt Stendal sich in der, auch in, ich sag mal, in dem Gebiet Stadtsee, aber auch insgesamt als Stadt sehr gut entwickeln kann und entwickelt. Und dazu gehören eben auch wichtige Schulstandorte dazu. Also mein Appell geht an den Landkreis, wenn es der Stadt Stendal gut geht, geht es auch dem Landkreis gut. Und wenn es der Stadt Stendal schlecht geht, würde ich mal vermuten, geht es dem Landkreis noch schlechter, als es jetzt ohnehin schon ist. Dankeschön. Danke sehr, Herr Inzenberg. Bitte sehr. Herr Vorsitzender, sehr der Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist alles schon gesagt, bloß ich habe es noch nicht gesagt und deshalb möchte ich es jetzt in der Variante noch mal kurzer am kürzesten vortragen. Die CDU wird weiterhin festhalten an ihren Vorstellungen in diesem Gebiet, in Stendal, wie man es auch bezeichnet. Es ist nun mal so in der Geschichte Stendals, dass das Stadtseegebiet, da haben also zwei Drittel der Stendaler gewohnt im Plattenbau. Wir haben nach der Wende diese Verstärkung, wir haben einen Migrationshintergrund, das kennen wir alles. Wir möchten gerne, dass in diesem Stadtteil eine Sekundarschule bleibt und dass sie eine Zukunft hat. Und wir müssen gemeinsam mit dem Landkreis sehen, wie wir das mittragen können. Ich hoffe auf die Milliardenpakete des Bundes. Vielleicht gelingt es unserem Landkreis auch, in der größten Stadt in der Altmark das auch mal umzusetzen, dass hier eine Schule saniert wird und zwar ziemlich schnell. Dankeschön, Herr Gesau. Ja, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte nicht all das wiederholen, was gesagt wurde. Wir waren uns alle ja in dem Ausschuss schon einig, dass eine dritte Sekundarschule für Stendal gut wäre. Ich möchte an dieser Stelle aber noch einmal betonen, was auch im Ausschuss schon gesagt wurde, dass wir bitten zu überprüfen, ob man dieser Schule oder ob sich diese Schule zu einer Schule mit einem ganz anderen Profil entwickeln könnte. Glücklicherweise sind wir doch in der Lage, dass wir vielleicht nicht mehr in allen Schulen Kinder beschulen müssen mit 28 Schülern in der Klasse,
dass man es also auch nutzt, die Klassenfrequenzen niedriger zu halten. Aber wir könnten uns vorstellen von der FDP-Fraktion, dass die Eingangsklasse geführt wird an der Schule als eine offene Integrationsklasse. Und ich weiß, die Zentrumsfraktion würde dem auch folgen. Wir haben in unseren Schulen viele Schüler, unabhängig von Intelligenz und Entwicklungsstand, viele Schüler, die großen Förderbedarf haben, nicht nur was Leistungen betrifft, sondern Förderbedarf in Sozialkompetenzen, in Entwicklung von Sozialkompetenzen. Und es wäre doch gut, wenn es in Stendal eine Schule gäbe, die dem Rechnung trägt, sodass Kinder, die diese Probleme haben, oftmals auch hochbegabte Kinder, die Möglichkeit haben, an einer Schule in einer kleinen Lerngruppe diese Dinge aufzuholen. Es wird dann nun immer von der Bildungsoffensive gesprochen und es kommen ja auch Mittel vom Bund. Und so sehr wir auch stolz sein können, wir in Stendal, wir haben ja andere Bilder schon gesehen von den Gebäuden her, von den Schulgebäuden her, können wir ja ganz stolz sein. Und ich weiß, wovon ich spreche, ich komme ja von einer frisch sanierten Schule ehemals. Aber um Schüler zum Erfolg zu führen, ist nicht allein das Gebäude wichtig. Es ist auch wichtig und von großer Bedeutung. Aber sehr wichtig sind die Inhalte und sehr wichtig ist die Untersetzung mit Personal. In jeder Talkrunde können Sie hochrangige Politiker sehen, die immer wieder beklagen und genau wissen, was unseren Kindern fehlt und was ihnen gut tut. Aber in der Praxis hat sich eigentlich wenig verändert. Nach wie vor hohe Klassenfrequenzen, nach wie vor Lehrerausbildung, wo man also, muss ich jetzt nicht dazu sagen, also Fortbildung und Ausbildung von Lehrern. Wir haben, glaube ich, versäumt, und man hört so oft von Älteren, auch von Lehrern, die Kinder seien heute schwieriger geworden, als wir es mal waren. Das haben ja alle Generationen vor uns auch gesagt. Ich sage, und das sage ich aus Erfahrung, natürlich sind die Kinder schwierig. Die Kinder sind anders, als wir sie sonst vielleicht erlebt haben. Und wir, die Erwachsenen, einschließlich in der Schule, müssen uns darauf einstellen. Wir müssen also uns fortbilden. Wir müssen erkennen, was unsere Kinder brauchen. Und wir müssen alles daran setzen, unseren Kindern gerecht zu werden. Und darum, meine ich, wäre hier für Stendal es sehr günstig, auch um der Landbevölkerung, ich muss mal sagen, wenn ich so die Jahre zurückblicke, wie gnadenlos ja, Schulen geschlossen wurden, Grundschulen oder auch Sekundarschulen. Manchmal haperte das an einem Schüler. So wäre es auch in der Komarow-Schule, eine Durststrecke von 2-3 Jahren und die Zahl würde wieder höher gehen. Wenn ich das also bedenke, dass also man auch nachvollziehen kann, wie sehr wir uns bemühen um den Erhalt einer dritten Sekundarschule in Stendal, die ich für unabdingbar notwendig erachte, wäre es doch gut, wenn diese Schule sich zu so einem Profil entwickelte, dass vielleicht auch Schüler des gesamten Landkreises davon Nutzen haben könnten. Und ich möchte, dass wir das als Empfehlung vielleicht auch mit an den Landkreis geben könnten, dass jetzt also ja die Möglichkeiten durchaus günstig und gegeben sind, dass man auch inhaltlich an Schulen etwas verändern kann. Und alles andere möchte ich mir ersparen, alles wurde gesagt, in den Stadtteil gehört eben eine Sekundarschule, das meinen wir auch. Danke. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren? Ich sehe keine Handzeichen. Dann schließe ich die Debatte und wir kommen zur Abstimmung. Wer für die Annahme dieser Vorlage als Beschluss ist, den bitte ich um das Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Ich sehe weder Gegenstimme noch Enthaltung und stelle fest, dieser Beschluss wurde einstimmig gefasst. Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt Nummer 4, Anfragen und Anregungen. Gibt es, ja, Herr Röchse, bitte. Es
Sie brauchen nicht leiser drehen, ich gebe mir Mühe und spreche etwas leiser vielleicht. Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, am 18.12. war in einer regionalen Zeitung, wenn man so will, im überregionalen Teil zu lesen, unter der Überschrift Erdgas ist in der Altmark erheblich teurer als in Magdeburg. Dies veranlasst mich zu folgender Frage. In diesem Artikel wurde angekündigt, dass die Landeskartellbehörde gegen 10 Anbieter von Gaslieferungen Verfahren einleiten wird. Inzwischen wissen wir, dass die Stadtwerke Stendal vorfristig, so wie Sie gesagt haben in der letzten Pressemitteilung, aber immerhin noch einen Monat später als die anderen Anbieter, eine Senkung des jetzt gültigen Gaspreises angekündigt hat. Das hat zur Folge, dass wir nach dieser Senkung immerhin es in Stendal noch mit einem Gaspreis zu tun haben, der weit über dem Preis liegt, der am 01.01.2008 zu zahlen war. Also zu Zeiten, als die Ölpreisentwicklung eine ganz andere war als zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Also eine Rücknahme einer Entscheidung. Meine Frage ist, bezogen auf diesen Artikel, hat die Ankündigung des Wirtschaftsministers, die Landeskartellbehörde mit der Überprüfung von 10 Anbietern, und zwar denen, die die höchsten Preise haben, dazu geführt, dass die Stadtwerke der Stadt Stendal mit zu diesen überprüften Anbietern gehören? Erste Frage. Und die zweite Frage, hat die vorfristige Senkung des Gaspreises der Stadtwerke Stendal eventuell auch mit dieser Ankündigung zu tun? Können Sie eventuell dazu etwas sagen? Dankeschön, Herr Wachse. Ich darf die Frage weitergeben, Herrn Oberbürgermeister. Es ist nicht bekannt, wie schnell die Landeskartellbehörde diese Überprüfung vornimmt. Bis zum heutigen Zeitpunkt sind die Stendaler Stadtwerke nicht dabei, bei den 10. Ja, danke schön. Gibt es weitere Fragen? Ja, bitteschön, Herr Unau. Entschuldigen, dass ich von hier spreche. Selbstverständlich. Wir haben eine Anfrage an den OB, aber ich muss voraussetzen, einige Dinge, die da zu dieser Anfrage führen. Mir ist bekannt, dass in diesem Hohen Hause viele Damen und Herren Stadträte zurzeit sich echte Sorgen machen um den ersten FC Lok Stendal. Den nicht so Fußballinteressierten sei gesagt, der sportliche Abstieg in die 7. deutsche Leistungsklasse, in die künftige zweigliedrige Landesliga und damit mehr oder weniger in die Bedeutungslosigkeit droht. Ein Abstieg der ersten Mannschaft hätte natürlich auch Folgen für die bisher sehr gute Nachwuchsarbeit des Vereins. Nicht nur nebenbei bemerkt, vielleicht haben Sie mitbekommen, dass ein Nachwuchsspieler, der in Stendal groß geworden ist, als Kapitän der A-Jugendmannschaft des 1. FC Magdeburg durch Trainer Linz in die Regionalmannschaft berufen wurde, sein Name Moritz Instenberg, was seinen Vater sicherlich zu Recht stolz macht. Da der Verein offensichtlich wieder einmal vor einer personellen Zerreißprobe steht, werden zunehmend in zahlreichen Leserbriefen von ernstzunehmenden Leuten Stimmen laut. Unter anderem meldeten sich in der Wochenendausgabe der Volksstimme 12 Chefs von Sponsorenfirmen in der Volksstimme zu Wort, die unseren OB bitten, als Moderator sich einzubringen. Unsere Frage deshalb, werden Sie, werter Herr Schmutz, dieser Bitte nachkommen, diesen Vorschlag entsprechen? Denn ich trage Eulen nach Athen, wenn ich behaupte, Stendal kennt man in ganz Deutschland ein wenig, vielleicht sogar ein wenig mehr, auch durch den Stendaler Lokfußball. Ja, danke schön, Herr Unau.
Ja, sehr geehrter Unau, das ist eine nicht so leicht zu beantwortende Frage, die ich mir, so werden Sie sich das vorstellen können, auch selber gestellt habe. Ich will zwei Gedanken vorausschicken. Nach den überwiegend wirtschaftlichen Turbulenzen der letzten Jahre ist es der Vereinsführung gelungen, den Verein in ein solides finanzielles Fahrwasser zu führen, wofür man den agierenden Personen ausdrücklich danken muss. Natürlich hat die Stadt Stendal, wie auch gegenüber allen anderen 64 Sportvereinen unserer Stadt, diesem Verein die Unterstützung zuteilwerden lassen, die dem Stellenwert des Sports in unserer Stadt entspricht. Ich verkenne auch nicht, dass dieser Verein aufgrund seiner Geschichte ein besonderes Aushängeschild unserer Stadt ist und auch einer entsprechenden Fürsorge durch die Stadt aus diesem Grunde zugeführt werden muss. Das haben wir getan, indem wir die Sportanlage selber in einen, meine ich, beispielhaften Zustand versetzt haben. Und wir haben es auch getan dadurch, das machen wir auf anderen Sportplätzen auch, dass die Stadt die Hege und Pflege dieser Anlagen übernimmt. Man kann so ganz deutlich sagen, die Stadt ist der größte Sponsor dieses Vereins wie auch anderer Vereine. Ich will das immer ganz deutlich betonen, damit also auch klar wird, dass wir nicht einen Verein oder zwei oder drei Sportvereine unserer Stadt besonders fördern. Wir fördern gleichmäßig nach den Bedürfnissen der Vereine, aber auch nach den Mitgliederzahlen, nach dem Konzept. Und wir haben uns hier im Stadtrat auch darauf verständigt, dass für uns Kinder- und Jugendarbeit einen ganz, ganz hohen Stellenwert genießt. Bei dem, was jetzt den Verein derzeit betrifft, handelt es sich um eine vereinsinterne Auseinandersetzung. Es ehrt mich und freut mich, dass viele darauf kommen, eine Moderatorenrolle in dieser vereinsinternen Auseinandersetzung und Diskussion übernehmen zu wollen. Ich sage es ganz deutlich, das werde ich nicht tun. Weil das, was innerhalb eines Vereines sich abspielt, ist Sache des Vereins. Ob Tennisverein, Judoverein, Ringerverein, Verein jeder anderen Art oder eben 1. FC Lok, das müssen die Vereinsmitglieder nach den demokratischen Spielregeln, nach den Vereinssatzungen zunächst einmal selber austragen. Wenn der Verein Hilfe braucht, die die Stadt auch tatsächlich leisten kann, dann werden wir darüber hier in unserem Hause reden. Aber diese Moderatorenrolle kommt nach meinem Dafürhalten in allererster Linie dem Kreisfachausschuss Fußball oder dem Kreissportbund zu. Die haben einen wesentlich engeren Draht und eine größere Verantwortung, was das sportliche Thema anbelangt, als die Stadt Stendal. Wenn man mich fragt, werde ich gerne auch eine Antwort erteilen, das ist richtig, aber es kann nicht Aufgabe und Rolle des Oberbürgermeisters sein, vereinsinterne Diskussionen zu moderieren oder gar in eine bestimmte Richtung zu drängen. Und das ist das, was ich hier an dieser Stelle zu diesem Thema sagen kann und auch möchte. Dankeschön, Herr Oberbürgermeister, für diese ausführliche Antwort. Gibt es weitere Anfragen, meine Damen und Herren? Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann kommen wir zum Schluss unserer heutigen Tagung. Ich schließe die Sitzung und wünsche Ihnen allen einen angenehmen Heimweg und eine schöne Woche.